Marvin Gaye wuchs in Washington D.C. auf. Er sang schon mit 3 im Kirchenchor. Sein Vater war Pfarrer und ein zorniger Mann, der seinen Sohn fast täglich schlug. Der suchte Zuflucht in der Musik, spielte Klavier und Schlagzeug und verdiente später Geld als Backgroundsänger. Dabei wird Marvin Gaye von Berry Gordy Jr. entdeckt. Der Gründer von Motown bindet ihn 1961 mit einem Vertrag an die Plattenfirma. In den Jahren darauf kommen erste kleinere Erfolge. 1965 gelangen ihm gleich 3 Platzierungen in den Top 10, unter anderem mit How Sweet It Is To Be Loved By You. How sweet it is to be loved by you. Aus Marvin Gaye wird einer der meistbeschäftigten Duettpartner. Besonders seine Zusammenarbeit mit der jungen Sängerin Tammi Terrell führt zu einer wahren Serie von Hits, wie Ain't No Mountain High Enough. Oh, baby, Terrell stirbt 1970 an Krebs. Ein Tiefschlag für den Sänger, der gleichzeitig mit privaten Problemen kämpft. Die Ehe mit der Schwester von Motown-Chef Gordy bricht auseinander. Trotz seiner musikalischen Erfolge wie I Heard It Through the Grapevine zieht sich Marvin Gaye aus der Öffentlichkeit zurück. Er kehrt wieder mit einem Meisterwerk, What's Going On. Darauf positioniert er sich politisch, prangert Diskriminierung und Gewalt, Ungleichheit und Korruption an. Erzählt werden die Songs aus der Perspektive seines Bruders Frankie, der kurz zuvor aus dem Vietnamkrieg heimgekehrt war. Marvin Gaye veränderte die Musiklandschaft für immer. Sänger, selbst so anmutige wie er, können auch Aktivisten sein. 2 Jahre später verändert sich sein Fokus erneut mit dem sexuell aufgeladenen Album Let's Get It On. Als Marvin Gaye 1984 in einem Interview gefragt wird, ob es stimmt, dass er Suizidgedanken hatte, sagt der Sänger: Ich mag es eigentlich nicht, auf diese Frage zu antworten. Die Antwort könnte mich schwach aussehen lassen, aber ich bin eine ehrliche Seele und ja, ich war in den letzten Jahren nah an diesem Punkt. During my 4-year hiatus. Warum, wird er gefragt? Marvin Gaye antwortet: Weil ich mich nicht geliebt gefühlt habe. Und weil ich mich ungeliebt fühlte, dachte ich, ich sei nutzlos. Because I didn't feel loved, I felt useless. Wenige Monate nach diesen Aufnahmen stirbt der Sänger bei einer Auseinandersetzung mit seinem Vater. Erschossen mit einer Waffe, die Marvin Gaye einst seinem Vater zur Selbstverteidigung geschenkt hatte. Monatelang hatten zuvor Geschichten die Runde gemacht, dass Marvin Gaye psychische Probleme habe, Angstzustände und Verfolgungswahn und mit Depressionen kämpfe. Zu dem Zeitpunkt war er einer der bedeutendsten Sänger, den das Plattenlabel Motown hervorgebracht hatte. Nun zum 80. Geburtstag erscheint das sogenannte vergessene Album von Marvin Gaye. You're the Man, aufgenommen 1972, aber nie veröffentlicht. Die Songs sind fast alle mal als Bonusmaterial oder Ähnliches herausgebracht worden. Doch nun gibt es das Album so, wie vom Sänger geplant. Es hat zwar 47 Jahre gedauert, bis es so wie beabsichtigt veröffentlicht wird, schreibt der Sender NPR. Aber You're the Man ist eine mächtige, klangvolle Erinnerung an die Großartigkeit des Marvin Gaye. This is my land.